Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit, der zweite Teil des Pre-Patches von World of Warcraft Dragonflight ist jetzt live und hat viele Neuerungen mitgebracht. Was alles für Neuerungen gekommen sind, erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Let's go! Gestern ging der zweite Teil des Pre-Patches live und hat einige Änderungen mit sich gebracht. Spieler, die sich World of Warcraft Dragonflight vorbestellt haben, haben nun die Möglichkeit, schon jetzt einen Draktyr zu spielen. Die Draktyr sind die neue Rasse mit der Klasse Rufer. Ihr startet mit Level 58 und kommt mit Level 60 aus dem Startgebiet. Nicht nur die Draktyr, sondern auch andere Änderungen kamen dazu. Vielleicht ist dem ein oder anderen noch etwas bei den Taschenplätzen aufgefallen. Wir haben einen weiteren Inventarplatz dazu bekommen für eine Reagenzientasche. Was da reinkommt? Natürlich eure Handwerkswaren wie Fleisch, Erze, Stoffe, Edelsteine und so weiter. Ebenfalls kam auch die erste Instanz Uldaman mit ins Spiel und wir können die erste Instanz sogar bestreiten. Die Gegenstandsstufen sind hier bei 252 angesetzt. Sobald ihr euch eingeloggt habt, bekommt ihr eine Questline, die Expeditionsvorbereitung. Diese Questline bringt euch bei der Horde zum Zeppelinturm außerhalb von Orgrimmar. Wo es bei der Allianz ist, ist mir noch unbekannt. Dort könnt ihr eine Daily freischalten, um Eventmarken zu erhalten. Diese könnt ihr dann für 252er Rüstungsteile oder halt Spielzeug oder die neue Reagenzientasche eintauschen. Und eine kleine Änderung, die Map von Azeroth wurde aktualisiert. Nun sind auch die Dracheninseln sichtbar und können eingesehen werden. Um die Marken zu bekommen, die ihr nun für die Dailies braucht, auf der Karte von Kalimdor und den östlichen Königreichen sind nun Urstürme aufgetaucht. Diese Urstürme sind das jetzige Event. Begebt euch zu diesen Standorten und manchmal taucht ein Eventboss auf, wo ihr täglich ein Siegel bekommen könnt, die ihr gegen 60 Marken eintauschen könnt. Wenn ihr fertig seid und die Marken gegen Rüstungen eintauscht, könnt ihr sogar ein Expeditions-Set als Vorlage freischalten. Das sind derzeit alle Neuerungen mit dem Pre-Patch Teil 2. Was haltet ihr von dem Pre-Patch? Meint ihr zu viel oder zu wenig? Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Juke, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.